Danke, Magdalena. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich hier am Netzpolitischen Abend spreche. Wir haben geschafft, das Open Data Portal bis heute, glaube ich, nicht vorzustellen hier. Also das ist ein Versäumnis. Insofern freue ich mich sehr und habe meinen Beitrag heute auch ein wenig aufgeteilt. Also ich kann eigentlich über Data Pioneers nicht wirklich sinnvoll erzählen, ohne nicht auch ein paar Worte über das Open Data Portal Österreich selber zu sagen. So schaut somit auch mein Inhalt heute ganz kurz aus. Also das Open Data Portal kurz vorstellen, den Data Pioneers Piloten vorstellen und Fragen wie immer zum Schluss. Genau, also ganz kurz zum Open Data Portal Österreich. 2014, wie wir damit begonnen haben, war die Ausgangslage in Österreich so, dass es als zentrales Portal für offene Daten DataGV.at gab. Und anders als in anderen Ländern ist es in Österreich tatsächlich nur für Verwaltungsdaten vorbehalten. Somit gab es eigentlich für alle anderen Bereiche, die natürlich auch interessant wären, offene Daten bereitzustellen, kein zentrales Portal, wo man eine kleine Erleichterung zumindest haben kann, wenn man Daten sucht. Um diese Schwierigkeit zu lösen, hat das Open Data Portal Kernteam, bestehend aus mehreren Menschen, ich habe vergessen, das Team einzublenden, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so wichtig, beschlossen, dass wir so eine Infrastruktur entwickeln und haben das parallel quasi als Schwesternportal von DataGV.at angelegt. Für dieses erste Jahr, für das Data Portal, also Open Data Portal zu entwickeln, hatten wir eine NetID-Förderung von 50.000 Euro. Das war mehr oder minder eigentlich die gesamte Förderungssumme, die wir überhaupt jemals bekommen haben für das Open Data Portal. Der Großteil dieses Geldes ist in die Entwicklung gegangen und damit sind wir dann auch vor ein bisschen einem Problem gestanden, weil die romantische Vorstellung war, es wird so ein Portal geben und alle, die Daten öffnen wollen, werden halt da ihre Daten reinstellen, weil das ja vorteilhaft ist. Ganz so ist das allerdings nicht, also das Interesse aus anderen Bereichen als der Verwaltung Daten zu öffnen, ist nicht, wie soll man sagen, selbsterklärend. Also wir sind auf ein relativ großes Problem gestoßen, nämlich wie kriegen wir überhaupt Daten ins Open Data Portal? Und da sind dann auch einige andere Hürden zu dem Thema oder rund um das Thema entstanden, nämlich das Open Data Portal wird großteils ehrenamtlich betrieben. Dementsprechend gab es eigentlich niemanden, der solche Fragen konstant betreuen konnte. Und die Finanzierung, dass mir jemand tatsächlich mehr oder minder hauptamtlich daran arbeitet, haben wir, also ist nicht gegeben, war nicht gegeben. Hört man mich noch? Okay. Außerdem, nachdem wir als Hauptzielgruppe mehr oder minder eigentlich die Wirtschaft oder Unternehmen, Organisationen hatten, haben wir die ganze Kommunikation darauf ausgerichtet. Es wurde also so, wie es mir jetzt im Nachhinein erscheint, gar nicht klar, dass das Open Data Portal als Infrastruktur eben ehrenamtlich betrieben wird und somit eigentlich auf seine Nutzerinnen und Nutzer auch irgendwo angewiesen ist. Also eigentlich sowas wie ein Community-Portal ist. Also wir haben das, glaube ich, nicht ideal gelöst. Also eigentlich haben wir zwei zentrale Zielgruppen, nämlich Dateneinsteller und Einstellerinnen, aber natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist mir besonders aufgefallen anhand der Kommentare, die immer wieder kamen, dann auch zu Datensets zum Beispiel, die teilweise relativ empört waren, wenn irgendein Link nicht funktioniert hat und sich über die schlechte Betreuung beklagt haben, wo mir dann bewusst geworden ist, ah okay, da scheint irgendjemand anzunehmen, dass das durchfinanziert ist oder so wie DataGV.at, wobei auch das, also DataGV.at hat auch nicht sehr viel Geld zur Verfügung, also insofern diese ganze Open Data Szene steht jetzt nicht so finanziell nicht großartig da. Also das vielleicht mal so zur Erklärung ganz kurz. Und um Unternehmen irgendwie doch hin und wieder motivieren zu können, Daten zu öffnen, braucht es einfach eine wahnsinnige Betreuungsintensität.
Und um unter anderem dieses Thema mal zu versuchen, anders anzugehen, haben wir uns 2016 mit dem BMFIT zusammengesetzt und uns überlegt, was für Möglichkeiten es gibt, einerseits mehr Daten aufs Open Data Portal zu bekommen und andererseits eigentlich die Schwierigkeiten, die Hemmnisse zu reduzieren, dass Unternehmen überhaupt Daten öffnen. Das waren so ein bisschen unsere hehren Ziele, die wir, glaube ich, im Großen und Ganzen sogar tatsächlich mit Data Pioneers ganz gut erfüllt haben. Also es war ein Ziel, dass wir einfach mal erste Beispiele, also nämlich aus Österreich, aus Wien, die man vor Ort erzählen kann und mit anderen Unternehmen teilen kann, schafft, um einfach Open Data als Thema interessanter zu machen, auch entsprechend in der Öffentlichkeit zu positionieren und eben einige Unternehmen zu gewinnen, am Programm teilzunehmen und im Zuge dessen Daten zu öffnen und dann der Community zur Verfügung zu stellen. Aber ich bin schon im Programm drinnen, das machen wir lieber anhand der Folie. Also der ganze Plan von Data Pioneers, der Durchlauf, der hat begonnen im Juli 2016 und hat bestanden aus zwei Workshops für Unternehmen. Im ersten Workshop haben wir die Unternehmen überhaupt mal an das Thema Open Innovation und Open Data herangeführt und haben versucht, sie zu animieren, sich mal selber zu überlegen, was es denn da alles vielleicht für Möglichkeiten gäbe und wie nicht vielleicht auch sie selber davon profitieren könnten. Dieser Workshop war offen für maximal 20 Unternehmen. Es haben, ich glaube, 12 waren sie insgesamt teilgenommen. Für den zweiten Workshop haben wir dann 5 von diesen Unternehmen ausgewählt, vor allem anhand der Bereitschaft, Daten zu öffnen, und haben einen Schwerpunkt-Workshop gemeinsam mit dem Adäquat-Projekt, wo wir den Axel, Axel, wie heißt du denn noch? Polleres, genau. Entschuldigung, wir sind immer alle per Du und hin und wieder sind dann die Nachnamen weg. Also der Axel Polleres von der WU unter anderem ist im Adäquat-Projekt dabei und die haben uns da sehr unterstützt. Also bei diesem zweiten Workshop, wo es dann tatsächlich ums Hands-on ging, also wie kann ich Daten vorbereiten, wie kann ich mich um die Datenqualität kümmern, um Daten öffnen zu können. Und dann gab es noch eine Phase mit Betreuung bei Bedarf und am 2.2.2017, also mit diesem Abstand von 2 Monaten, gingen wir dann mit diesen Daten der 5 Unternehmen an unsere Community, also und haben beim Create Camp eingeladen, mit diesen Daten Ideen zu entwickeln. Die Ergebnisse haben wir dann vorgestellt beim letzten, also beim, inzwischen ist es schon das vorletzte, wie auch immer, Open Data Meetup, also auf jeden Fall im Februar. Und ab März sind wir jetzt dran, diese Ergebnisse der Reihe nach online zu präsentieren. Das findet sowohl am Open Data Portal statt, als auch am BMFIT, wobei am BMFIT warten wir noch auf die Veröffentlichung, das dauert noch ein bisschen. Und parallel dazu fahren wir so eine kleine Medienkampagne und haben jetzt zumindest 4 Beiträge, glaube ich, schon, also 1 im Monitor und FutureZone hat mal berichtet und genau, also wir versuchen das Thema ein bisschen zu pushen, soweit es halt möglich ist. Und das Ganze läuft jetzt noch bis Juni. In der Zeit bin ich auch eigentlich laufend mehr oder minder mit vielen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch in Kontakt und bleib eigentlich dran, was so aus den Ergebnissen weiter passiert. Die Vorteile für die Unternehmen, die jetzt teilgenommen haben, da sieht man gleich die Logos von den 5, die wir schlussendlich ausgewählt haben, die also quasi ab dem zweiten Workshop den Rest des Programms dabei waren, waren, dass sie einerseits natürlich, also Open Innovation bietet natürlich eine Möglichkeit, Schritt zu halten mit Entwicklungen, die sonst viele Unternehmen Gefahr laufen, zu verschlafen, nennen wir es mal so. Die Teilnahme war im Piloten kostenlos. Das heißt, unsere Unternehmen haben sowohl Zugang zu Wissen als auch zur Community und Erfahrungen mit Open sammeln können, ohne für diese Beratungsleistungen zahlen zu müssen.
die einige der wichtigsten Ergebnisse oder so ein paar zentrale Ergebnisse waren also das Create Camp, was uns ein Anliegen war und was uns auch sehr gefreut hat. Es ist immer wieder auffällig, dass bei Hackathons einfach ein sehr wenig durchmischtes Publikum ist. Ich glaube, jetzt ist das Mikro aus. Hallo. Alles klar. Also man hört mich wieder. Gut. Bei Hackathons haben wir die Erfahrung gemacht, es ist sehr selten, dass man eine gute Durchmischung im Publikum zustande bringt. Deswegen haben wir uns von Anfang an Gedanken darüber gemacht, was dazu beitragen könnte, und haben uns also einerseits bemüht, die Teams komplett, wie sagt man da am besten, wie? Paritätisch heißt das, okay, ich habe was gelernt, also paritätisch zu gestalten, und wir haben es tatsächlich geschafft, eine 50-50 Aufteilung durch das gesamte Create Camp zu haben. Also wir hatten 50 Teilnehmerinnen, davon waren tatsächlich 25 Männer, 25 Frauen, was ich persönlich echt spannend finde, und ich kann es nicht genau erklären. Also einer der ersten Versuche war eben, dass wir es nicht Hackathon genannt haben, sondern Create Camp. Und auch in der Kommunikation versucht haben, einfach darauf Rücksicht zu nehmen, dass man Begriffe verwendet, die einfach ein breiteres Zielpublikum ansprechen. Entstanden sind am Create Camp zu diesen Daten dieser 5 Unternehmen insgesamt 7 Projektideen. Die lassen sich gesammelt mal nachlesen. Also ich habe am Open Data Portal einen Beitrag, so einen Übersichtsbeitrag erstellt. Ich kann die Folien auch gerne nachher irgendwo online stellen, wenn es Bedarf gibt, aber eben unter Data Pioneers Create Camp Ergebnisse, da verlinke ich dann laufend auch die einzelnen, also es wird ja jede Projektidee einzeln auch nochmal vorgestellt, und die werden alle dort verlinkt. Also wenn man sich das genauer anschauen möchte, da findet man alle Informationen. Aktuell sind 3 unseren Unternehmen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Create Camp weiterhin in Kontakt und in Gesprächen bezüglich einer Umsetzung ihrer Ideen. Das ist ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Schauen wir mal, wo es hinführt. Also ich hoffe doch, dass zumindest 1-2 Projekte tatsächlich auch umgesetzt werden. Also definitiv werden alle weiterentwickelt, aber nicht alle mit den Unternehmen gemeinsam. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Feedback zu den Veranstaltungen bekommen, also eigentlich sowohl von den Unternehmen selber zu den Workshops, als auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Create Camp. Also es dürfte wirklich gut angekommen sein, was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Ganz wichtig war für uns persönlich, aber auch, was ich als Feedback bekommen habe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einfach der Know-how-Aufbau, der sowohl bei den Unternehmen gegeben war, als auch bei uns gegeben war, als auch bei den Create Camp Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das finde ich persönlich so einen der größten Erfolge, wenn man schafft, dass alle Beteiligten an einer Idee oder an einem Projekt, also wirklich alle, was davon haben. Ne? Genau, also Hürden und Lessons learned zu Data Pioneers. Es war sehr eindeutig im Umgang mit den Unternehmen, dass ein sehr großer Bedarf besteht. Sehr spannend war diesbezüglich zu sehen, dass der Beratungsaufwand sehr viel früher ansetzt, als wir erwartet haben. Also ich habe mehrfach den Hinweis bekommen, dass für einige der Unternehmen die Beratung mit mir, obwohl ich keine Ahnung von Daten habe, mehr oder minder, wichtiger war als Einstieg, als dann die tatsächliche Qualitätsfrage zum Beispiel, weil das Verständnis für Daten an sich, geschweige denn für Open Data, einfach von vornherein gar nicht gegeben ist. Also das heißt, dieses Ganze überhaupt mal an das Thema heranführen und sich darüber Gedanken machen, das wurde mir vermittelt, dass das fast noch wichtiger war, als dann tatsächlich die inhaltliche Beratung. Wie soll ich sagen, eine Hürde, die daraus resultiert ist, die Datenqualität war schlussendlich am Create Camp nicht von allen Unternehmen so gut, wie wir es uns erhofft hatten. Also es gab auch eine oder zwei Projektgruppen, die sich mehr oder minder fast komplett auf dieses Thema konzentriert haben und eigentlich mal Daten aufbereitet haben, dann am Create Camp, damit man überhaupt sieht, was das eigentlich für Daten sind. Also das heißt, diese Beratung, wir haben uns viel Mühe gegeben, aber sie ist noch nicht so weit gegangen, wie wir uns gewünscht hätten. Umgekehrt haben alle Unternehmen Interesse bekundet, auch künftig Daten zu öffnen oder sich mit Daten zu beschäftigen, was ich wiederum einen schönen Erfolg finde.
Genau, eins der größten Themen war zum Beispiel eben so Fragen vorab wie ein Datenmonitoring, also sich einfach mal damit zu beschäftigen, was habe ich eigentlich für Daten im Unternehmen, was könnte ich mit diesen Daten machen, wäre es interessant, damit irgendwelche Businessmodelle zu überlegen, kann ich es als Open Data anbieten, ist es personenbezogen oder gibt es sonst irgendwelche Hürden, die mich davon abhalten. Das war wirklich ein ganz großes Thema vorab. Was habe ich da noch stehen? Wir hatten sehr viele Kooperationspartnerinnen involviert, was einerseits wahnsinnig hilfreich war, weil wir natürlich einen sehr großen Know-how-Zugewinn hatten und gerade für den Piloten war das sehr, sehr wichtig. Umgekehrt hat das natürlich auch den ganzen Organisationsaufwand wahnsinnig erhöht und auch es hat ein bisschen dann stellenweise auch das wie soll ich sagen, ausreichend enge Zusammenspiel gefehlt, damit man den Weg wirklich gut gehen kann. Also für den Piloten war das total wichtig, aber viele Kooperationspartnerinnen zu haben, heißt natürlich auch, dass man einfach mit ein paar Hürden rechnen muss. Das wissen wir jetzt. Das heißt, insofern wäre es, glaube ich, für die Zukunft sehr interessant, dass man das versucht, noch ein Stück weit mehr zu zentralisieren, dass wir eigentlich uns auch ein bis zwei Personen ins Team holen, die tatsächlich so inhaltliche, technische Datenberatung machen können. Also falls ihr da wen wisst, der Interesse hat, wir suchen. Was haben wir da noch? Genau, das Projektvolumen ist somit immens. Also ich weiß nicht, ob es okay ist, da jetzt Zahlen zu nennen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber es ist, sagen wir mal so, das ganze Programm ist ja ein Kooperationsprogramm mit dem BMFIT. Das heißt, das BMFIT hat uns Geld gegeben dafür. Vom Projektvolumen sind wir im Endeffekt auf das Dreifache gekommen von dem, was wir an Geld bekommen haben. Also nochmal, ich glaube, das ist eigentlich das Interessante an dem Ganzen, wie jetzt die genauen Zahlen waren, muss ich vielleicht hier jetzt nicht sagen. Das war definitiv eine gelernte Lesson. Somit nehmen wir auch mit, also das ganze Thema, wie kann man eigentlich eine Infrastruktur, die unserer Ansicht nach eigentlich so wie allgemein gut sein sollte, weiterentwickeln und finanzieren, ja, ohne in ein allzu großes Dilemma zu kommen. Insofern ist es mir persönlich jetzt zunehmend lieber, dass wir uns rund ums ODP selber Businessmodelle überlegen, um das Ganze irgendwie zu finanzieren, als immer nur von Geldern auf Gelder von außen angewiesen zu sein, abgesehen davon, dass es nicht so leicht ist, an die zu kommen oder die zu bekommen. Also auch da, also es gäbe ja natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wir sind schon drauf gekommen, dass das Open Data Portal, der echte Wert vom Open Data Portal, wie sich auch in den Open Data Meetups etc. immer wieder zeigt, ist eigentlich die Community und sind die Kontakte. Und mit denen kann man wirklich viel machen und da entsteht wahnsinnig viel. Und was ich extrem schön finde, ist, dass ich da sowohl im Team als auch eben in der Community wirklich eine sehr große Kooperationsfreude besteht, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß und ich glaube, das gefällt auch eigentlich den meisten, die dann irgendwo bei uns zum Beispiel eben bei Data Pioneers teilnehmen, sehr gut. So, genau, ich glaube, ich bin so ungefähr durch. Ah ja, da sieht man übrigens eine von den Visualisierungen aus den Daten, also die Johanita beim Create Camp Sturzdaten mitgebracht und da gab es dann eben einen Versuch einer Visualisierung, der auf ein paar recht spannende Punkte hingewiesen hat, zum Beispiel eben die vielen Brüche im Kopfbereich bei Frauen ab einem gewissen Alter, nämlich vor allem bei Frauen. Da gab es dann interessante Diskussionen danach. Also Daten haben schon viel Potenzial, natürlich muss man immer aufpassen, wie man es interpretiert, aber da sieht man zumindest mal auf einen Blick, worum es da unter anderem gehen könnte. Also das ODP und die Zukunft, das habe ich jetzt eigentlich schon kurz erwähnt. Wir hoffen sehr, also wir haben jetzt noch einen Termin mit dem BMFIT. Das Data Pioneers wird definitiv nicht sofort in irgendeiner Form ein Businesskonzept sein können. Also es besteht Beratungsbedarf, ja. Es besteht aber ganz wenig Bewusstsein über den Bedarf. Das heißt, ich glaube, wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, bis klar geworden ist, in weiteren Kreisen klar geworden ist, dass Datenberatung tatsächlich ein Thema ist, mit dem man sich
befassen sollte. Das heißt, wir versuchen jetzt Data Pioneers mindestens noch ein- bis zweimal mehr oder minder bezahlterweise, also sprich mit Unterstützung durchzuführen, und da haben wir jetzt einen Termin am BMFIT. Ich hoffe, der verläuft positiv, also ich schätze, im Juni sollte ich dann schon mehr sagen können dazu. Und unser Wunsch wäre natürlich, dass wir idealerweise 2017 mit einem neuen Durchlauf starten könnten. Informationen, wenn jemand am Laufenden bleiben möchte, gibt es beim Open Data Portal Newsletter. Also ich habe so eine Tiny URL mal erstellt mit ODP News, oder sonst findet man es natürlich auch am Portal selber. Genau, unsere nächsten Termine noch, die Open Data Meetups bzw. Data Drinks sind immer am dritten Donnerstag des Monats. Unser nächster Termin ist auch hier, was mich auch sehr freut. Da sind wir dann zum zweiten Mal mit den Open Data Meetups, und der wird sich komplett ums Wikiversum drehen, weil am nächsten Tag der Wikimedia Hackathon beginnt. Eine Ausnahme gibt es dann, nämlich der Juni-Termin, den haben wir jetzt kurzfristig, also nachdem der Juni-Termin ein Feiertag gewesen wäre, haben wir ihn jetzt verschoben auf den Dienstag statt dem Donnerstag und machen ihn gemeinsam mit dem Data Market Austria an der Wirtschaftsagentur. Also wir machen immer wieder ein sehr unterschiedliches Programm, wie man sieht, weil die Zielgruppe rund um Open Data einfach sehr breit gestreut ist. Und ich persönlich finde gerade das Interessante, dass man eine wahnsinnig weite Durchmischung erhält, wenn man sich mit dem Thema befasst. Und wer Interesse generell an Open Data hat, die Open Government Plattform ist dann noch am 29.06. vor dem Sommer. Die ist immer viermal im Jahr, und genau, da ist im Juni und im September dann auch wieder eine. Und wir haben noch nicht entschieden, es kann sein, dass wir die Data Drinks im Sommer weitermachen. Das werden wir sehen, wie da der Andrang ist, und sonst kommen wir im September dann wieder zurück mit unserem Programm. Genau, ich danke für eure Aufmerksamkeit und nehme gerne Fragen entgegen, wenn es denn welche gibt. Vielen lieben Dank, Clara. Wer hat denn eine Frage? Ja. Danke. Gibt es denn Fragen? Ich habe alle tot geredet. Alle kennen sich aus. Ich hätte eine Frage. Also sind das eigentlich Unternehmen, die... Entschuldigung. Ja, dann stelle ich meine Frage zuerst. Sind das Unternehmen, die zu euch gekommen sind, die schon einen gewissen Background haben und schon ein bisschen sensibilisiert sind? Oder sind das Leute, die zufällig dazu gestoßen sind? Also wie kann man sich das vorstellen? Welche Unternehmen kommen da zu euch? Es war ganz gemischt. Also eins war mal klar, es kommt momentan noch, und ich glaube, da geht es nicht nur uns so, kein Unternehmen von alleine. Ein guter Anlass ist immer sowas wie Datenmanagementpläne, wenn die gefordert sind bei Einreichungen zum Beispiel, was sehr häufig der Fall ist. Dann entsteht natürlich ein bisschen ein Interesse am Thema. Die Vorkenntnisse bei unseren 5 Unternehmen waren sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten 3 dabei, 2 oder 3 quasi ohne Vorkenntnisse, wobei das nicht ganz richtig ist, weil selbst unser Startup, also Ubigo zum Beispiel, verwendet natürlich Daten und hat auch Daten, hat sich aber trotzdem mit dem Thema nicht so tiefgreifend auseinandergesetzt, dass sie zum Beispiel wirklich gesagt hätten, okay, die Daten kann man leicht veröffentlichen oder so. Also was man mit den, also ja, viele arbeiten in irgendeiner Form schon mit Daten, aber meine Erfahrung jetzt aus Data Pioneers ist, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, fehlt einfach unglaublich viel Wissen, was man tun kann damit oder nicht. Und was man darf und was nicht. Rechtliche Fragestellungen, qualitative Fragestellungen, da gibt es schon. Genau. Beantwortet das die Frage? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen. Die Unternehmen, haben die jetzt Daten eingestellt ins Open Data Portal? Denken die drüber nach? Oder wie geht es weiter mit den Unternehmen? Großteils. Also 3 Unternehmen haben tatsächlich Daten eingestellt am ODP. Ein Unternehmen, da wurde dann in letzter Sekunde dann wieder umentschieden, weil also bei der ZAMG war es einfach nicht eindeutig. Gehören die Daten auf DataGV.at oder gehören sie aufs ODP? Und schlussendlich ging es dann doch auf DataGV.at, genau. Also da war es
nicht klar. Und ein Unternehmen haben wir, die wollten Daten online stellen, haben gesagt, sie tun's und es ist noch ausständig, da werde ich jetzt nochmal nachfragen. Aber das waren auch nicht die Daten, mit denen sie zum Create Camp gekommen sind, wobei das die sinnvolleren Daten gewesen wären. Aber es, ja, da gibt es einfach einige Hürden. Also ein Beispiel war auch wahnsinnig toll unterwegs, war auch AEE Intec, die mit bei uns mit dabei waren, die sind ein Energieunternehmen und die haben zum Beispiel, also bei denen sind wir auf die Problematik gestoßen, ganz viele der Daten entstehen in Kooperationen im Rahmen eines Forschungsprojektes etc. Wem gehören die Daten? Da ist dann ein ganzes Konsortium dahinter. Alle diese Fragen werden nicht von vornherein mitbedacht. Und dann, wenn du irgendwas mit den Daten tun willst, stehst du einfach vor einer langen, langen Reihe an Problemen. Eine Frage vielleicht noch. Ja. Und zwar, es ist ja so, gerade vor ein paar Jahren, es ist ja immer noch ein Thema, aber bei EU-Förderungen zum Beispiel, in diversen Positionspapers von der EU drin steht, was für ein Wert nicht in Open Data liegt, wie viel, es wird mit Milliardensummen oder was auch immer beziffert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da, also ich kann mir immer nicht vorstellen, wo diese Zahlen, ich versuche immer rauszufinden, wo kommen diese Zahlen eigentlich her? Oder hast du vielleicht irgendeine Idee dazu? Also, sieht man das jetzt realistischer oder anders oder ist dieses Potenzial gerade in Entwicklung? Sind es wirklich so hohe Summen? Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist jetzt eine Frage für den Stefan. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also diese ökonomischen Berechnungen, keine Ahnung, ich meine, Ökonom. Aber das Problem ist halt, was ich vor allem sehe, dort, wo die Kosten anfallen, dort ist nicht der monetäre Gewinn. Also das Open Data Portal ist ein Infrastrukturprojekt, aber dort wird nicht das Geld gemacht, sondern es ist dann eine Versicherung, die halt irgendwelche Open Data, Open Government Data Quellen verwendet, um ihre Berechnungen für Umweltkatastrophen zu berechnen. Und das ist halt ein Datenset, ein sehr wichtiger, zum Beispiel die Satellitenaufnahmen von Österreich, um Naturkatastrophen zum Beispiel zu berechnen. Und dort passiert dann aber, da wird dann das Geld gemacht, aber die Kosten fallen halt woanders an. Das ist also ein klassisches Problem, wo normalerweise immer der Staat einspringt, aber das muss man erstmal den Verantwortlichen mitteilen, dass Internet, Digitales und so auch die Rolle ist von den Akteuren dort. Ja. Du hast das eh erwähnt, Data Market Austria, das Projekt sagt man genauso was. Überschneidung zu euch, zu Open Data Portal. Ich meine, wenn ich mir das so anschaue, gibt es schon ein bisschen, oder? Ja, definitiv. Also wir sind auch tatsächlich in einem Projekt mit einem Mini-Anteil mit drinnen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also mir persönlich ist immer ein großes Anliegen. Ich glaube, man gewinnt mit Kooperation mehr als mit Konkurrenz. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Aber rund ums Open Data Portal hat sich das bis dato eigentlich eher bewahrheitet. Und klar, also Data Market Austria, da ist uns halt ein großes Anliegen, dass Open Data als Thema entsprechend mitgepusht wird. Dass auch klar wird und dass man sich auch anschaut, also Open Data ist nicht nur eine Liebhaberei, sondern das ist durchaus auch für Businesses interessant und das kann auch als Business-Konzept interessant sein. Ganz viele bauen darauf auf, verwenden es, es schafft eine Chancengleichheit unter Umständen, nicht in allen Bereichen. Aber Open Data da mit zu positionieren und mit transportieren zu können und Unternehmen, die sich generell einmal beginnen, mit Daten auseinanderzusetzen, auch dann anzuregen, dass Daten, die nicht das Kerngeschäft betreffen, die sie nicht unbedingt verkaufen müssen, als Open Data bereitzustellen, ist uns ein großes Anliegen. Ja. Okay, vielen Dank. Gibt es noch eine letzte Frage? Dann sage ich nochmal danke, Clara. Danke auch. Für den Vortrag. Und bitte Sandra Bartl zu uns nach vorne.